Bei Mercedes heißt es jetzt aus 2 Mach 1. Aus C-Klasse Cabriolet und E-Klasse Cabriolet wird jetzt der CLE. Und hier kommen 10 wichtige Facts, die ihr wissen müsst über das Auto, darunter vielleicht die ein oder andere Überraschung. Sogar beim C63 AMG hat Mercedes jetzt auf ein Vierzylinder-Hybridkonzept umgestellt. Hätte beim CLE genauso laufen können, aber zur Marktstart haben wir 4 Vierzylinder, aber auch einen Sechszylinder im 450 Formatic mit 381 PS. AMG-Version folgen. So lange dauert es, bis das Akustikverdeck hinten im Heck verschwindet. Das Ganze funktioniert bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Die Windschutz hier oben und hinten, die die Luft weiter über die Fahrgastkabine leiten, und auch die Kopfraumheizung mit dem Namen AirScarf sind immer serienmäßig und machen das Fahren bei hohen Geschwindigkeiten und kalten Temperaturen angenehmer. Damit sich die optionalen Ledersitze nicht zu sehr in der Sonne aufheizen, sind sie speziell beschichtet. Durch die Reflexion der Nahinfrarotstrahlen sollen diese Sitze um bis zu 12 Grad kühler sein als unbehandeltes Leder. In den CLE passen hinten 385 Liter an Gepäckvolumen rein. Das ist der gleiche Wert wie beim E-Klasse Cabriolet von 2017. Wenn so wie hier das Dach geöffnet ist, schrumpft der Platz ein bisschen auf 295 Liter. Wer mehr Platz braucht, der kann auch noch die Rücksitze umklappen im Verhältnis 40:60. Das zentrale Display mit knapp 12 Zoll großer Diagonale ist nicht nur leicht dem Fahrer zugewandt, sondern lässt sich auch noch in der Neigung verstellen zwischen 15 und 40 Grad. Wofür ist das gut? Durch die Sonneneinstrahlung kann es auch mal sein, dass man auf dem Bildschirm nicht mehr alles erkennt. Und mit diesem kippbaren Display findet man immer den perfekten Winkel, um Reflexionen aus dem Weg zu gehen. Diffusor und 2 Endrohre hier dabei, die sorgen für einen sportlichen Look. Aber wenn man mal genauer hinschaut, sind die hier fake. Trotzdem können wir mal gucken, was hier beim Sechszylinder hinten an Sound rauskommt. Bei der Konzeption des CLE, sowohl als Cabrio als auch als Coupé, war ein ganz wichtiger Punkt der Platz hinten im Fond. Das Auto ist jetzt 4,85 Meter lang und hat wahnsinnigen Zuwachs im Radstand bekommen. Das beschert uns hier hinten auch 7 cm plus in der Kniefreiheit. Und so kann ich mit 1,93 Meter hier hinten sitzen. Nicht wahnsinnig bequem, aber es passt. Von vornherein liegt der CLE schon mal 15 mm niedriger als die Limousinen der C- und E-Klasse. Wer dann noch das optionale Technikpaket bucht, bekommt ein Sportfahrwerk mit adaptiven Dämpfern und eine Allradlenkung. Heißt, auch die Hinterräder lenken um bis zu 2,5 Grad mit. Damit sieht der CLE nicht nur sportlicher aus als seine Limousinen-Pendants, sondern er fährt sich auch so. MBUX heißt hier die Infotainment-Einheit bei Mercedes, und mit der richtigen SIM-Karte kann man sich hier alle möglichen Apps runterladen, auf die man Lust hat, zum Beispiel bei einem Zoom-Calling beitreten oder TikTok runterladen. Wie sinnvoll das Ganze ist, das darf gerne diskutiert werden, aber so im Stau stehen und eine Runde Sudoku spielen, was gibt's Besseres? €69.000 für den 220D. Das sind 16.000 € mehr als für das alte C-Klasse Cabriolet und immer noch 6.000 € mehr als das E-Klasse Cabriolet, auch beide als 220D.
Das waren jetzt 10 Facts zum CLE. Danke fürs Zuschauen. Ciao.